Hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es ums Thema Online, Geld verdienen, nebenbei und seriös. Ich möchte gerne mit dir 4 Punkte in diesem Video kurz durchgehen und besprechen, nämlich zum einen, was so die Hauptgründe sind, warum die meisten Menschen überhaupt online Geld verdienen wollen und welche Vorteile dadurch natürlich entstehen, welche Möglichkeiten du hast und dann natürlich auch die Probleme kurz ansprechen, warum die meisten Menschen ihren Traum ja vom Online-Geld verdienen dann nicht verwirklichen. Und ich möchte ja gerne meine Lösung präsentieren, die ich als ja eine der besten halte, aber dazu gleich mehr. Wenn dich das alles interessiert, würde ich mich freuen, wenn du dran bleibst. Warum möchten die Menschen ja von zu Hause aus online nebenbei ihr Geld verdienen? Sind klassische Gründe. Jeder ist da ein bisschen anders auch. Welches deine Gründe sind, kann ich natürlich jetzt nicht sagen, aber das sind so die Gründe, die ich in den persönlichen Gesprächen immer wieder feststelle. Für die einen ist es, dass sie einfach ja satt haben, morgens früh aufstehen zu müssen, vielleicht zur Arbeit noch fahren zu müssen und dann ja vielleicht auch stundenlang im Stau zu stehen, wie auch immer, oder ja, den auf einen verspäteten Zug zu warten. Dann viele haben das Thema mit dem nervenden Chef, dass sie da einfach keine Lust mehr drauf haben oder ja, nervende Kollegen. Aktuell haben wir ja Krisenzeit. Das Coronavirus hat ja Einzug in unser Leben gehalten und ja, und deswegen ist auch ja von zu Hause zu arbeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen, Online-Geld zu verdienen, aktuell auch für viele die einzigste Möglichkeit, ich sag mal, ohne Einschränkungen das Geld zu verdienen. Ja, also dann ist es natürlich krisensicher. Unpassende Arbeitszeiten, ja. Wenn du online arbeitest, ja, dann bestimmst du selbst, wann du arbeitest, wie viel du arbeitest und wo du arbeitest. Und Beruf, Familie lässt sich natürlich viel besser miteinander vereinbaren. Du hast mehr Zeit, ja, da die Fahrten zur Arbeitsstätte entfallen. Die Zeit kann man dafür oder kann man für andere Dinge dann eben halt einfach nutzen. Grundsätzlich möchten einfach die Menschen mehr Lebensqualität haben oder viele möchten einfach eine andere Art von Lebensqualität haben. Bei manchen ist es auch gesundheitliche Gründe, dass sie einfach gar nicht mehr ja, anders arbeiten können, weil sie nicht in der Lage sind, ich sag mal, zu irgendeiner Arbeitsstätte zu fahren. Viele möchten ihr eigener Chef sein, ja, arbeiten können, wann, wo und wie viel sie wollen. Und das ist einfach, welche Gründe da für dich zutreffen, kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen. Da musst du einfach für dich selbst herausfinden, welche Gründe ja bei dir tatsächlich ja, da im Vordergrund sind, ob es vielleicht nur das Thema Geld verdienen ist oder ob du ja zum Geld verdienen dazu auch noch, ich sag mal, deinen Lebensstil beziehungsweise deinen Arbeitsstil verändern willst. Was wir aber festhalten können, ist, dass der brennende Wunsch da ist und dass viele Menschen ja komplett neu über das Thema Geld verdienen halt auch nachdenken. Und da stellt sich dann aber die Frage, warum verwirklichen sich dann nur so wenige ihren Traum, beziehungsweise warum verwirklichen viele ihn halt nicht. Und bevor wir da drauf eingehen, möchte ich dir gleich die Punkte dazu gerne nennen. Aber bevor wir da drauf eingehen, möchte ich mal ganz kurz auf die 4 Möglichkeiten eingehen, die ich für die beste halte oder für die besten Möglichkeiten halte, um ja online Geld zu verdienen. Das ist zum einen, das ist jetzt auch hier nicht der Wertigkeit nachgeordnet, sondern es geht hier einfach darum, die 4 Möglichkeiten einfach mal aufzuzeigen, die ich als die am besten dafür geeignetsten betrachte. Das ist einmal das Thema digitale Infoprodukte. Wenn du in einem gewissen Bereich eine gewisse Expertise hast und genau weißt, was die Menschen mögen, dann hast du natürlich die Möglichkeit, da ein digitales Infoprodukt zu erstellen, für welches die Menschen dann eben Geld ausgeben. Das kannst du komplett automatisiert quasi, wenn es einmal erstellt ist, kommt den Verkaufsprozess komplett automatisiert aufsetzen und hast dann dementsprechend ja die Möglichkeit, dieses Produkt dauerhaft zu verkaufen. Eine andere Möglichkeit ist Coaching und Beratung. Auch das kannst du alles online ausüben. In der heutigen Zeit mit der Technik überhaupt gar kein Problem mehr. Also auch hier, wenn du in einem gewissen Bereich eine Expertise hast oder dir eine Expertise aufbauen willst, ist das ebenfalls eine gute Möglichkeit. Dann Affiliate Marketing. Affiliate Marketing ist quasi ja das Vermarkten fremder Produkte und für jeden vermittelten Verkauf, der dann quasi über dich erfolgt, erhältst du dann eine Provision. Und auch das ist eine Möglichkeit, wie du ja in
nahezu jeder Konjunkturphase, in jeder Wirtschaftslage ja online von zu Hause aus dein Geld verdienen kannst. Und dann last but not least haben wir Network Marketing. Und welches meine favorisierte Lösung ist, werde ich dir gleich am Ende des Videos verraten. Ich werde dir auch verraten, warum das so ist. Also, kommen wir nochmal zurück auf die Frage, warum verwirklichen sich so wenige den Traum? Aus meiner Sicht gibt es da drei Kernprobleme. Klar, jedes Kernproblem hat dann so ein paar Unterprobleme, aber so die drei wichtigsten möchte ich gerne hier in dem Video mit dir teilen. Zum einen ist es, egal welchen Bereich du nimmst, es sind große Märkte, undurchsichtige Märkte. Es gibt tausende Anbieter, tausende von Produkte. Und gerade so in dem Thema Online Geld verdienen, wenn du da mal eine Google-Suche machst, dann wirst du ja super viele Möglichkeiten finden. Und da herauszufinden, was ist seriös und was nicht, wenn man, ich sag mal, jetzt keinen Background in diesen Themen hat, ist sehr, sehr schwierig. Das verunsichert natürlich viele Menschen und deshalb werden sie dann auch gar nicht groß aktiv, obwohl innerlich vielleicht der Wunsch da ist. Dann sind viele Geschäftsmodelle einfach nicht auf Langfristigkeit ausgerichtet. Gerade wenn du auch hier mal eine Google-Suche machst, dann wirst du schnell feststellen, dass viele Dinge einfach ja auf schnell Geld verdienen ausgelegt ist. Nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen schnell Geld verdienen. Allerdings ist es häufig so, dass bei vielen dieser Geschäftsmodellen es so ist, dass das Geld auch schnell wieder weg ist. Und von daher ist auch hier ganz wichtig, dass man dann auch das Richtige für sich wählt. Und vor allen Dingen sollte man etwas wählen, wo man langfristig auch was davon hat. Und dann ist natürlich auch hier das Thema fehlende Expertise. Selbst wenn man sich dann, ich sag mal, ein Geschäftsmodell aufbaut, nehmen wir jetzt einfach mal Coaching und Beratung, dann ist natürlich die Frage, in welchem Bereich möchtest du dir dann die Expertise aneignen und so weiter, ja. Der dritte Punkt, und das merken wir gerade in der Zeit, wo ich jetzt das Video aufnehme, ist Anfang April. Gerade in Krisenzeiten ist natürlich die Frage, ist das Geschäftsmodell in jeder Wirtschaftslage, in jeder Konjunkturphase, kann man das aufrechterhalten und ist es krisensicher? Weil nur weil du etwas online ausübst, heißt es ja nicht, dass es in Krisenzeiten auch unbedingt nachgefragt wird. Wenn du zum Beispiel einen Onlinehandel hast, ja, mit Produkten, die jetzt nicht unbedingt gebraucht werden in Krisenzeiten, dann kann es dir natürlich passieren, dass wenn die Menschen weniger Geld zur Verfügung haben, dann dieses Geld natürlich für die Dinge ausgeben, die jetzt erstmal grundlegend sind und weniger für das, was du vielleicht in deinem Portfolio hast. Und dann ist natürlich die Frage, inwieweit kannst du diese Umsatzrückgänge dann kompensieren, ja? Also viel wichtiger ist, dass du dir die Frage stellst, kann ich das Geschäft, wenn ich meine Zeit schon investiere, kann ich es auch durchgängig betreiben, beziehungsweise kann ich das Geschäft so aufstellen, dass ich auf alle Phasen mehr oder weniger gut reagieren kann, ja? Gut, also das sind so die Gründe, warum viele sich den Traum dann doch nicht verwirklichen. Und da gerade noch mal kurz auf das Thema Konjunkturphasen eingehen. Wenn du diese Wellenbewegung hier siehst, dann siehst du den Aufschwung, geht dann über in den Boom, geht dann über in die Rezession und endet schlussendlich in der Depression, bevor es dann wieder losgeht. Und dann sollte einfach dein Geschäftsmodell, das, was du ja aufgebaut hast, dann sollte dieses Geschäft einfach in jeder Phase funktionieren. Und da werde ich dir dann nachher auch noch meine Empfehlung dazu geben. Also, aber wie du siehst, egal welches Geschäft du aktuell betreibst, es macht immer Sinn, sich über einen Plan B Gedanken zu machen, den du dir nebenbei verwirklichen kannst. Und völlig egal, ob es gerade bei dir super läuft, ob es schlecht läuft, es grundsätzlich gut zu überlegen, dass man, ich sag mal, etwas in der Hinterhand hat, was auch dann weiterläuft, wenn vielleicht dein Hauptgeschäft abbricht. Weil ich sag's einfach mal so, wie es ist, wenn du heute dein Geschäft nicht digital betreiben kannst, dann dürfte es zunehmend schwieriger werden, gerade in Krisenzeiten, so wie wir es aktuell auch erleben, unbeschadet durch diese Situation hindurchzukommen. Und deswegen musst du da einfach für dich schauen, dass du einen Plan B hast, dass wenn Krisen auftreten, dass du dann auch reagieren kannst. So, und was ist jetzt aus meiner Sicht die Lösung? Es soll ein Geschäftskonzept sein, welches alle Anforderungen an modernes Business erfüllt. Und das ist aus meiner Sicht Network Marketing. Ja, ist auch das Geschäftskonzept, welches ich für mich gewählt habe. Warum? Es funktioniert konjunkturunabhängig, wenn du auf die richtigen Partner oder wenn du aufs richtige Partnerunternehmen gesetzt hast. Es ist krisensicher, wenn du aufs richtige Partnerunternehmen gesetzt hast. Du kannst es 100% online und virtuell ausüben, wenn du aufs richtige Partnerunternehmen
gesetzt hast. Du hast in der Regel keine Einstiegskosten, so ist es zumindest in meinem Partnerunternehmen. Du hast also quasi keine Einstiegskosten beziehungsweise geringe Investitionen und dafür ist das Ganze aber auch sehr rentabel. Hohes Einkommen, ja, bei uns ist zum Beispiel keine Begrenzung nach oben im Marketingplan. Du kannst dir ein stabiles Einkommen aufbauen, welches egal in welcher Wirtschaftsphase oder Konjunkturphase wir uns befinden, auch weiterläuft, gerade in Krisenzeiten. Du hast je nachdem, was du, mit welchem, in welcher Branche, mit welchem Produkt du beginnst, ja, hast du sofortige und schnelle Ergebnisse für neue Vertriebspartner. Dann ganz wichtig, örtliche, zeitliche Unabhängigkeit. Das Ganze ist skalierfähig. Ja, du kannst immer wieder neue Vertriebspartner einstellen und dein Geschäft nach oben quasi skalieren. Das ist ein einfaches Geschäft, wenn du es richtig machst. Hatte ich schon angesprochen, niedrige bis keine Eintrittsbarrieren, keine technischen Hürden. Gerade bei uns in unserem Partnerunternehmen, in meinem Team haben wir sofortige Kundenergebnisse und dann ist natürlich der ganz, ganz große Vorteil gegenüber anderen Geschäftskonzepten, dass du dir nicht erst einen Coach, Berater, Trainer leisten musst, ja, sondern dass du sofort von Anfang an jemanden an deiner Seite hast, der dir zeigt, wie das Geschäft funktioniert. Du hast regelmäßige Schulungen, persönliche Ansprechpartner und kannst dementsprechend sofort loslegen, weil du auf das Erfahrungswissen deiner Ableihen bzw. deines Mentors zurückgreifen kannst. Wichtig ist aber auch, und das habe ich schon ein paar Mal angesprochen, dass du das richtige Partnerunternehmen für dich auswählst. Und dabei solltest du unbedingt darauf achten, dass du echte Endkunden und Verbrauchsprodukte hast, dass das Unternehmen möglichst 5 Jahre oder länger am Markt ist, dass du keine Startkosten hast, weil du sollst ja oder du willst ja Geld verdienen und nicht erst Geld ausgeben, dass das Partnerunternehmen schuldenfrei ist. Ja, natürlich ein schuldenfreies Unternehmen kann immer ganz anders agieren wie ein Unternehmen, was seine Gläubiger regelmäßig bedienen muss. Dann verzeichnet das Unternehmen gute Wachstumsraten. Gibt es ein Ausbildungs- und Schulungssystem? Und dann ein ganz wichtiger Punkt, wo viele nicht drauf achten, ist die Provision pro Verkauf, die sollte so hoch sein, dass du rein durch deine eigene Arbeitskraft das Einkommen verdienen kannst, welches du dir vorstellst, ja, zumindest zu einem Großteil, ja, aus dem ganz einfachen Grund, wenn dein Teamaufbau mal etwas ins Stocken gerät oder es nicht so läuft, wie du es dir jetzt gerade wünschst, dann ist es wichtig, dass du durch deine eigene Arbeitskraft das Schiff über Wasser halten kannst, bis du so weit bist, ja, dass dein Team eben auch die Ergebnisse erzielt, die du dir vorstellst, ja. Und das ist letzten Endes, sollte niemals dein Verdienst von anderen abhängig sein, sondern immer nur von deinen eigenen Fähigkeiten und deinem eigenen und von deiner eigenen Arbeitskraft, ja, oder von deinen eigenen Entscheidungen, sagen wir es mal so. Dann solltest du schauen, gibt es Zusatzleistungen, Boni, werden Provisionen pünktlich bezahlt, wann werden die bezahlt, musst du Mindestumsätze bringen, ja, damit überhaupt Provisionen ausbezahlt werden, musst du diese immer wieder bestätigen oder ist eine einmal erreichte Stufe, ist die dann auch für dich quasi fest, ja, sind die Produkte des Unternehmens und der Markt, ist es zukunftsfähig, gibt es Arbeitsmaterialien, die funktionieren, wie wird gearbeitet, passt die Arbeitsweise zu dir, hast du einen Sponsor und einen Mentor, den du dir wünschst und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, von dem du dir auch die Tipps holst, die du dann auch tatsächlich umsetzt, ja, weil es nützt dir nichts, wenn du einen tollen Sponsor hast, der gibt dir Tipps und du setzt sie nicht um, ja, und meistens setzt man ja dann um, wenn man mit jemandem zu tun hat, von dem man auch gerne bereit ist, die Tipps dann auch anzunehmen. Network Marketing ist eine super erfüllende Tätigkeit, weil es nicht nur um Geld geht. Ja, du kannst mit Network Marketing auch langfristig richtig gutes Geld verdienen, vor allen Dingen auch stabiles Einkommen aufbauen. Aber es bringt dir auch mehr Zeit, ja, weil durch den Aufbau deiner Vertriebsorganisation hast du natürlich die Möglichkeit, deine Arbeitskraft zu vervielfältigen und dann dementsprechend auch Einkommen zu generieren, wenn du aktuell nicht aktiv arbeitest. Du kannst eine starke Befriedigung in der Tätigkeit finden. Die Tätigkeit kann für dich sehr Sinnhaftigkeit oder sehr sinnvoll oder einen guten Sinn haben, ja, einen starken Sinn haben, dir Erfüllung geben, weil du, ja, weil das ist zum Beispiel bei mir so ein Punkt, ich freue mich immer
Total, ja, und es gibt mir super viel, wenn ein Teampartner die Tipps dann umsetzt und dann auch seine Ergebnisse erzielt. Und das freut mich immer ja am meisten an dem Ganzen. Und das ist ein tolles Gefühl auch, ja. Und viele Menschen kommen auch ins Network Marketing, gerade weil sie ja vielleicht eine Gemeinschaft suchen, sind vielleicht an einen anderen Ort gezogen, ja, sind jetzt nicht so der Vereinsmensch, wünschen sich aber trotzdem eine Gemeinschaft. Und da kann natürlich auch Network Marketing eine tolle Möglichkeit dann auch sein, ja. Und du solltest dir dann halt immer dann auch die Frage stellen, für wen ist denn eigentlich dann das Angebot, ja, interessant? Und wenn Network Marketing, wenn ich dich da jetzt ein bisschen dafür begeistern konnte, dass du dich näher mit diesem Thema auseinandersetzt, dann solltest du ein Mensch sein, ja, der weiß oder der nach einem Weg sucht, wie er sein Leben verändern kann. Ja, es sollte auch ein Ziel sein, ein Stück weit Wohlstand aufbauen zu wollen, Freiheit und Unabhängigkeit erreichen zu wollen. Ja, dann ist das schon mal eine gute Voraussetzung für Network Marketing. Du solltest aber auch ein Mensch sein, der weiß, dass es diese oben genannten, also Wohlstand, Freiheit, Unabhängigkeit, dass es das im Großen und Ganzen nur in der Selbstständigkeit gibt und dass es zu diesem Weg keine Alternative gibt. Du solltest ein Mensch sein, der ein möglichst hohes Einkommen aufbauen will, der aber auch bereit ist, dafür die Ärmel hochzukrempeln. Ja, also es ist nichts, wo du über Nacht jetzt reich wirst, sondern aber wo du langfristig dir ein tolles, stabiles Einkommen aufbauen kannst. Du solltest ein Mensch sein, der lieber nach Leistung bezahlt wird als nach dem Zeiteinsatz. Ja, es geht eher ums Ergebnis und nicht darum, wie viel Zeit du investierst. Du solltest ein Mensch sein, der ja ein hohes Einkommen, Cashflow erzielen will, ja, aber nicht viel Geld zusätzlich investieren möchte. Und du solltest einfach ein Mensch sein, der bereit ist oder der ein Business aufbauen will, ja, welches möglichst zeit- und ortsunabhängig geführt werden kann, ja. Wenn du diese Punkte so für dich so innerlich mit Ja beantworten kannst, dann solltest du Network Marketing tatsächlich für dich dann auch prüfen, ja. Und wenn du dich jetzt ein Stück weit angesprochen fühlst, ja, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst jetzt nichts machen, dann bleibt alles, wie es ist. Oder du kannst dich informieren und die nächsten Schritte gehen. Ja, du findest alle weiterführenden Infos auf dieser Seite unterhalb des Videos. Schau dir es einfach an, ja, und triff dann für dich eine Entscheidung. Also, was sind die nächsten Schritte? Fordere dir die weiteren Informationen hier auf dieser Seite an. Wenn du noch Fragen hast, nimm gern Kontakt mit mir auf. Und wenn du starten willst, ja, dann fordere dir jetzt die Informationen an und dort wird dann auch gezeigt, wie du konkret mit mir und mit meinem Team arbeiten kannst. Ich möchte mich an dieser Stelle für deine Aufmerksamkeit bedanken. Und Goethe hat schon gesagt, Erfolg hat drei Buchstaben, nämlich TUN, tun, ja, am besten ständig. Und es sind nicht die großen Schritte, ja, die zu einem Ergebnis führen, sondern es sind die kleinen Schritte täglich getan, die zu einem großen Ergebnis in der Zukunft führen. In diesem Sinne wünsche ich dir ja alles, alles Gute, maximalen Erfolg. Und ja, wenn das Video für dich hilfreich war, dann hinterlass mir doch gern einen Daumen hoch oder deine Anmerkungen, deine Fragen zum Video. Poste die einfach unterhalb in die Kommentarfunktion. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du es mit deinem Netzwerk teilst. In diesem Sinne, alles, alles Gute. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.